Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Vier Tage, vier Bühnen, 42 Künstler. Zwickau feiert 17. Stadtfest. Romantisches Lichterfest mit Chören aus aller Welt und erstes FSV-Training mit Joe Enos. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Montag. Damit haben wir schon wieder eine neue Woche. Da merkt man erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Wie schnell sie wirklich vergeht, merkt man daran, dass sogar das nächste Zwickauer Stadtfest schon wieder in den Startlöchern steht. Nach Festival of Lights, dem Ballonfest und dem Lichterfest mit dem Robert-Schumann-Chor-Wettbewerb wartet vom 16. bis 19. August der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr von Zwickau. Auch wenn das Stadtfest eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, es reiht sich diesmal durch seine besondere Bandbreite an musikalischen Genres in die Veranstaltungen im Festjahr würdig ein. Und für eine Teilrefinanzierung oder Vorausinvestition im kommenden Jahr gibt es die Erfüllung eines viel geäußerten Wunsches. Also wir haben uns entschieden für eine 900-Cent-Aktion, dass die Bürger, die das interessiert, auch Gäste, die DVD zum Festival of Lights köpflich erwerben können. Und zwar angemessen am Stadtfest, unmittelbar in der Woche vor dem Stadtfest. So, und wer das schon vorbestellen will, da kann sich an unser Kulturamt wenden. Ansonsten sind es wieder die offiziellen Vertriebswege, Kulturinformation, also die KDMZ und natürlich unser Bürgerservice. Und ich denke, ja, auch das, was wir mit diesen 900 Cent pro DVD einspielen werden, dient natürlich insgesamt der Finanzierung wieder. Die limitierte Auflage beträgt 2000 Stück. 2000 Besucher werden es sicher auf dem Kornmarkt sein, einer der traditionellen Spielstätten am 3. Augustwochenende. Insgesamt werden auf den vier Bühnen Hauptmarkt, Domhof, Kornmarkt und Muldeparadies 42 Künstler und Bands aufspielen. Als Hauptacts seien Vincent Weiss, Lukas Rieger, Bernhard Brink, Julia Neigel, Marquez und Mr. Rott zu nennen. Auch ein reiner Musikabend mit Zwickauer Bands wird viele am Freitag in den Domhof ziehen. Dabei machen es die Verantwortlichen bei der Auswahl nicht leicht. Für den Domhof und für den Kornmarkt suchen wir dann ganz gezielt als Kulturamt dann die passenden Programme raus, die wir vielleicht vorher noch nicht hatten oder was wir uns gerne mal vorstellen könnten. Das ist ganz viel Recherche, Eigenrecherche. Was können wir uns selber auf unseren Bühnen vorstellen? Und dann nehmen wir Kontakt auf. Und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal hat man den direkten Kontakt mit der Band. Manchmal gibt es eine Agentur, die dahinter steht. Das ist ganz unterschiedlich. Das Programm steht. Also bleibt, wie bei allen Open Airs, zu hoffen, dass keine Gewitterfront über Zwickau stehen wird. Das romantische Lichterfest am Zwickauer Schwanenteich bot den Besuchern am Freitagabend gleich zwei Besonderheiten. Erstmals waren Chöre aus aller Welt dabei, denn sie waren zum Robert-Schumann-Chor-Wettbewerb in der Stadt. Außerdem fiel die Veranstaltung auf ein wichtiges Datum für die Musikwelt. Der 8. Juni ist Schumanns Geburtstag, der natürlich auch in diesem Jahr wieder am Denkmal des Komponisten gefeiert wurde. Mit einem Ständchen gratulierte der Corona-Chor aus dem Landkreis Gießen Robert Schumann zu dessen 208. Geburtstag. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Robert Schumann. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday. Es folgten die obligatorischen Luftballons und dann ging es auch schon am Schwanenteich weiter. So viele Chöre aus aller Herren Länder waren ein Novum bei dieser Veranstaltung. Thank you.
Musikalische Darbietungen auf Schritt und Tritt. An insgesamt 7 Stationen hörte das Publikum die verschiedensten Musikstile. Auf der Hauptbühne Kranichwiese interpretierte die Pianistin Laura Costina Kompositionen Robert Schumanns, unterstützt von Schlagzeug und Bass. Der Schumann-Experte Thomas Senowczyk war überzeugt davon, dass der Zwickauer Komponist an der Darbietung seine Freude gehabt hätte. Ich glaube, er wird sich total freuen, dass er in seiner Heimatstadt hier auf diese Weise gefeiert wird. Er war offen für alle Musikgenres und es ist eben ein Zeichen, seine Musik lebt weiter. Das wusste er. Seine Zeitgenossen haben das noch nicht alle erkannt, aber einige haben das schon geahnt. Aber für Schumann war das klar und das ist eben, Schumann ist modern und das zeigt sich hier. Wie im Jazz üblich, nahmen sich die Künstler viele Freiheiten, die Kompositionen zu interpretieren. Schumann bietet eine perfekte Grundlage für chillige Improvisationen, fernab vom engen Korsett des Notenblatts. Also der Kenner erkennt, die anderen vielleicht auch nicht, da kommt es auch nicht drauf an, glaube ich. Es ist einfach Jazz und es ist auf Schumann bezogen und es passt hier nach Zwickau. Der Schlagzeuger hat hier am Konservatorium gelernt, also kommt hier aus Zwickau. Also es ist auch, zeigt sich wieder, was für eine tolle musikalische Ausbildung wir hier in Zwickau haben. Und die Pianistin kommt aus St. Petersburg und hat es ein bisschen Spezialität, klassische Musik auch zu bearbeiten und macht das wirklich dufte. Laura Costina ist Dozentin an der Musikhochschule Leipzig. Mit ihrem Auftritt hat sie ihrem Publikum unter Beweis gestellt, wie viel Gefühl doch in Schumanns Musik steckt, auch in ihren Jazz-Interpretationen. Spannende Frage ist, ob man die Originale bei uns auch ein bisschen erkennen konnte, also weil wir ja nun mal den Liederzyklus rein instrumental machen und in einem ganz neuen Jazzgewand. Aber ich hoffe, das ein oder anderes Thema war erkennbar. Ansonsten ist es natürlich spannend, wenn die Leute gerade Klassikgänger sind, wie sie das aufgefasst haben. Aber das, was ich von der Bühne hören und sehen konnte, war das ein freundlicher Empfang. Laura Costina und ihre beiden Musiker begeisterten mit ihren Schumann-Interpretationen das Publikum. Die in Russland geborene Pianistin hat keinerlei Berührungsängste, einem Romantiker auch mal eine Portion Jazz zu verpassen. Schon als sie vor Jahren diese Kombination für sich entdeckte, scheute sie das Fachurteil der Klassikwelt nicht. Eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht, weil ich denke, dass die Musik wirklich keine Grenzen hat. Also, und die Jazz-Versionen, die dabei entstehen, die sind ja teilweise tatsächlich inhaltlich auch ganz anders als die klassische Originale. Manchmal hat man die Melodie als Vorlage, manchmal ist es nur harmonischer Impuls. Und ich wollte einfach etwas anderes anbieten. Ich finde es gerade sehr spannend, wenn gerade die Klassik, reine Klassik-Liebhaber uns zuhören und nicht unbedingt nur die Jazzgänger. Weil dann entdecken die Menschen vielleicht für sich auch etwas Neues und Spannendes. Nach Kitty Hoff im vergangenen Jahr war es im Jahre 2018 wieder eine Frau, die auf der Hauptbühne das Publikum verzauberte. Sind Frauen die besseren Romantiker als die Männer? Ab nächstes Jahr schon wieder eine Frau, ja, aber es ist Zufall. Nee, wir hatten ja auch schon Tobias Förster hier, wir hatten Jazzpianisten, also auch männliche, gibt's alles. Zu einem romantischen Lichterfest gehören natürlich auch die Lichter, die am Ufer des Schwanenteichs auch selbst gebastelt werden konnten. Die Schwimmlaternen hatten zu späterer Stunde ihren großen Auftritt, als sie zu Wasser gelassen wurden. Zeitgleich bereiteten sich die Feuerkünstler von Ignis Draconis auf ihren Auftritt vor. In diesem Jahr waren die Wetterbedingungen für ihre Show deutlich besser als beim vergangenen Lichterfest. Angenehm sollte es sein von der Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt. Obwohl im Winter geht es auch. Windstill. Und ja, windstill ist auf jeden Fall von Vorteil. Nicht so wie halt letztes Jahr, wo dann der Strom aufkam. Wasser, Feuer und Musik. Das sind die Garanten für einen romantischen Abend am Zwickauer Schwanenteich. Und das exakt zum Geburtstag des King of Romance, Robert Schumann. Regen, Regen stört uns nicht, tropft er uns auch ins Gesicht, heißt es in einer Textzeile eines Sommerhits von vor gut 40 Jahren. 150-jähriges Firmenjubiläum feierte hingegen vergangenen Samstag das Autohaus Luke. Und es waren etwas mehr als nur Tropfen,
die die Besucher der Sommerfestparty nicht davon abhielten, vor Ort durchzuhalten. Schließlich lockten neben einem abwechslungsreichen Treiben auch zahlreiche Preise bei einer Verlosung mit einem attraktiven Hauptpreis. Die Ausstellungsfläche des Autohauses Luke hatte sich vergangenen Samstag in ein schickes Festgelände verwandelt. Wo sonst verschiedenste Autotypen und Modelle zur Besichtigung stehen, gab es Unterhaltung für Groß und Klein. Bungee, Trampolin, Kletterturm und Schnuppergolfen zogen insbesondere die jüngeren Besucher an. Geduldig warteten die sportlich interessierten Kleinen auf ihren Start, um Spaß zu haben. Nur ein gut zweistündiger Starkregen sorgte für eine Pause. Die wurde vorwiegend von den Erwachsenen umso intensiver genutzt, sich über die beiden neuen Fahrzeuge in der Mercedes-Flotte zu informieren. Markteinführung hatte an diesem Tag der neue Mercedes Sprinter in dritter Generation. Puristisch bis voll vernetzt kann er mit unterschiedlichen Ausstattungen punkten. Unter anderem zeichnet sich das Fahrzeug aus durch das Antriebskonzept. Das Fahrzeug hat quasi einen neuen Frontantrieb, den bewährten Heckantrieb und den schon immer dagewesenen 4x4 Allradantrieb. Und gibt es auch innen etwas Neues? Ja, die komplette Head Unit, also was man bezeichnet unter Radio, landläufig, ist hier völlig neu entwickelt worden. Sie haben eine komplette Kommunikation, eine Sprachsteuerung bei dem Fahrzeug. Sie haben eine 3-Wort-Kommunikation oder Navigation. Und bei dem Fahrzeug haben Sie auch einen Zugriff von außen, können quasi dem Fahrer auch Nachrichten mitteilen, wo er denn die nächste Ladung aufnehmen soll und wo nicht. Ebenso großes Interesse galt dem neuen A200. Bei der vierten Auflage des Mini-Mercedes ist allerdings von Mini nichts zu spüren. Er hält unter anderem mit seinem Interieur locker mit der S-Klasse mit. Die A-Klasse ist jetzt wieder eine komplette Neuentwicklung. Wir haben jetzt hier komplett neue Motoren, inklusive auch Benzinpartikelfilter jetzt bei den Benzinmotoren. Alle erfüllen die Euro 6D Temp-Norm, also die neueste Zertifizierungsnorm nach WLTP-Standard, was jetzt auch gerade in Bezug auf die Dieselabgasdiskussion wirklich wichtig ist. Also wir sind mit dem Fahrzeug wirklich fit für die Zukunft. Und im Innenbereich, was gibt es da Neues? Premiere in dem Modellfahrer, das neue sogenannte MBUX, das heißt Mercedes-Benz User Experience. Es ist eine komplette Eigenentwicklung von Mercedes, ähnlich dem Siri von Apple. Also das Fahrzeug versteht einen, man kann mit dem Fahrzeug auch wirklich reden. Er versteht Kommandos wie mir ist warm, dann stellt er die Temperatur ein bisschen kälter oder aktiviere die Sitzheizung bis hin zur 64-farbigen Ambientebeleuchtung, die im Fahrzeug verbaut ist. Mit Spannung verfolgt wurde die große Verlosung. Tolle Preise warteten auf die Gewinner. So zog die aus dem Publikum gewählte Glücksfee Eintrittskarten zu anstehenden musikalischen Höhepunkten oder ein Aftershow-Treffen mit Joachim Lambi zur Mercedes Fashion Night. Letztendlich war der Hauptgewinn an der Reihe. Ein Jahr fahren mit besagtem A200-Modell. Natürlich zeigte sich der Gewinner und seine Frau mehr als überglücklich, denn... Der erste Preis, aber schon mehrmals teilgenommen. Und ein halbes Leben lang Lotto gespielt, nie was gewonnen. Was fahren Sie denn jetzt für ein Auto? Ein Audi. Wir müssen sozusagen ein Jahr lang mal umsteigen. Freuen Sie sich schon drauf? Ja, aber ich hatte schon seit 90er Jahren immer ein Mercedes. Und wir wollten mal einen anderen fahren, aber ich bin jetzt wieder bei Mercedes, sagen wir so. Und da fahren Sie, haben Sie schon ein erstes Ziel, wo Sie hinfahren wollen? Gabi, wo fahren wir hin? Na gut, erstmal essen. Schön noch. Ein schönes Restaurant suchen und gemütlich rausfahren. Dann viel Spaß und stets unfallfreie Fahrt. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die Sommerfestparty klang ohne weitere Niederschläge, dafür aber bei musikalischer Unterhaltung durch die Prinzenberger im extra hergerichteten Beach aus. Werbung.
1118 erstmals erwähnt, feiert Zwickau 2018 eine besondere Geburtstagsparty. Eine Stadt wird 900. Die Automobil- und Robert-Schumann-Stadt lädt ein ganzes Jahr mit verschiedensten Veranstaltungen zum Erleben, Kennenlernen und Feiern ein. Das Stadtjubiläum wird unterstützt von den Hauptsponsoren Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, Mauritius Privatbrauerei, Radio Zwickau, Sparkasse Zwickau, Volkswagen Sachsen, Beck und Poller und der ZEV. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Dein Leben ist hektisch genug. Die neue Kompaktlimousine Citroën C4 Cactus mit Citroën Advanced Comfort Federung. Ab 155 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Damit ich halbwegs fit bleibe, denn im Alter kommen ja immer mehr Beschwerden dazu. Und so fühle ich mich wohl. Ich gehe schon 6 Jahre hierher. Und mir geht es nicht ums Auspowern, sondern um die Beweglichkeit. Ich gehe vor allem in die Kurse, die Vielseitigkeit. Es wird auch immer wieder das Neues dazu gekauft und die Geräte sind wirklich top. Man kann sich vielseitig betätigen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Wir sind die BRH Rettungshundestaffel Südwest Sachsen aus Zwickau. Wir suchen engagierte Mitglieder, auch dich. Wir unterstützen ehrenamtlich die Behörden auf der Suche nach vermissten Menschen. Alles, was wir hier machen, wird privat finanziert von uns selbst. Jede Ausgabe, jede Fahrt müssen wir selbst finanzieren. Das sind alles unsere Privathunde, die auch bei uns zu Hause leben. Was uns momentan besonders am Herzen liegt, wir brauchen ein Einsatzfahrzeug, das wir geschlossen an den Einsatzort fahren könnten. Vielleicht könnt ihr uns dabei unterstützen. Willst du ein Teil von uns werden oder uns finanziell unterstützen? Würden wir uns sehr freuen, wenn du dich bei uns meldest. Wir freuen uns auf euch! Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert. Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Immobilienpreise in Westsachsen liegen auch weiterhin deutlich unter denen in westlichen Regionen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der LBS. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus beginnt in Zwickau bei rund 200.000 Euro. In München müsste man dafür schon 1,4 Millionen auf den Tisch legen. Die Preisentwicklung ist nach Meinung der Experten stabil bis steigend. Zwickau ist schön, aber uncool. Das ist das Fazit einer Zukunftswerkstatt mit Jugendlichen in der vergangenen Woche. Es wurde deutlich, dass die jungen Menschen an der Weiterentwicklung ihrer Stadt interessiert sind,
Doch es muss sich noch viel tun. Der Bevölkerungsrückgang dürfe nicht nur verwaltet, sondern müsse gestoppt werden. In 2 Wochen soll die Arbeit an den Zukunftsvisionen fortgesetzt werden. Zur Jugendkonferenz am 29. Juni werden auch knapp 900 Fragebögen ausgewertet, die Schüler im Vorfeld beantwortet haben. Im Fotowettbewerb zum Zwickauer Stadtjubiläum stehen die Gewinner des Monats April fest. Manuela Rödel aus Zwickau überzeugte die Jury mit einem Foto des Volksfestes. Ihr Titel: Spuk unterm Riesenrad. Beim Facebook-Voting setzte sich am Ende Peter Schuchart mit einer Aufnahme des alten Gasometers durch. Das Monatsthema lautete Kultur in Zwickau. Die Aufgabe im Juni dreht sich um berühmte Persönlichkeiten aus der Stadt. Einsendeschluss ist der 30.06. Über 1000 Zuschauer. Das gab es lange nicht im Zwickauer Westsachsenstadion. Da muss schon ein ganz besonderes Ereignis in der Geinitzstraße stattgefunden haben. Oder, Wolfram Puschmann? Sonntagnachmittag. Der FSV Zwickau hat eingeladen, seine Fans und alle anderen Anhänger zum offiziellen Trainingsbeginn ins Westsachsenstadion. Weit über 1000 waren dieser Einladung gefolgt. Es war lang nicht mehr so viel los in diesem altehrwürdigen Fußballtempel. Und dann kamen sie, die gestandenen Rot-Weißen und die Neuzugänge. Und natürlich das Trainerteam mit Sportdirektor David Wagner. Nicht, dass Sie denken, wir sind bei Alba Berlin, dem Basketballteam. Nein, die Neuzugänge sind wirklich so groß. Allen voran Taris Bonga. Größe bedeutet Übersicht und die wird der FSV Zwickau in der neuen Saison benötigen. Cheftrainer Joe Enox gab das Motto für die neue Serie schon mal vor. Wir wollen unsere Fans begeistern. Es gab dafür viel, viel Beifall. Beim lockeren ersten Warmlaufen konnten sich die Anhänger schon mal ein Bild von ihrem neuen FSV Zwickau-Team machen. Durch ein lockeres Trainingsspiel wurde der Nachmittag im Weser fortgesetzt. Besonders Trainer Enox und sein Co-Trainer Danny König beobachteten die Abläufe der Mannschaft sehr genau. Prominentester Neuzugang beim FSV Zwickau ist Julius Reinhardt vom Chemnitzer FC. Es ist wirklich eine super Mannschaft, die hier so zusammen ist von den Charakteren her. Und dass wir natürlich beim Trainingsstart so toll hier von den Zuschauern auch empfangen werden, stimmt mich unheimlich positiv und macht auch großen Spaß, dann jetzt hier in Zwickau zu sein und Fußball spielen zu können. Welche Vorstellungen haben Sie von der Zukunft für sich selbst und für sich in Verbindung mit Ihrem neuen Verein, dem FSV Zwickau? Ich denke, als Sportler setzt man sich immer die höchsten Ziele. Das ist auch ganz normal. Man möchte immer Topleistung abrufen und das maximal erreichen. Wie das dann im Genauen aussieht, wird man sehen. Aber ich bin erstmal unheimlich glücklich, hier zu sein und freue mich jetzt auf die neue Aufgabe. Es sind zwar noch ein paar Tage Zeit bis zum Saisonstart und wir haben uns gefragt, was bis dahin passiert mit und beim FSV Zwickau. Sportdirektor David Wagner gab uns die Antwort. Ja, es wird so sein, dass nächste Woche sämtliche Tests im Bereich Leistungsdiagnostik stattfinden werden und dann die Woche drauf vom 18. die Jungs nochmal mit einem Laufprogramm nach Hause fahren, dort eine ganze Woche lang ein Laufprogramm absolvieren und dann der tatsächliche Trainingsstart, wenn man so will, dann der 25. ist. Am Ende dieses ersten Trainingstages gab es das obligatorische Bad in der Menge für das Team und für die Offiziellen. Wie sagte Trainer Enox schon bei der Begrüßung, wir wollen begeistern. Das ist ihm und der Mannschaft an diesem Nachmittag schon mal gelungen. Pech für den Oberlungwitzer Motorradpiloten Max Kappler. Bei der World SSP 300 Championship in Brünn schied der 20-Jährige in der 7. Runde nach einem Sturz aus. Vorangegangen war eine kämpferische Aufholjagd von Platz 26 bis auf Platz 13. In der verflixten 7. Runde geriet Kappler zu weit auf eine weiße Linie und sein Vorderrad klappte ein. Im Hinblick auf die bis dahin gezeigte Leistung nannte der Oberlungwitzer dieses Rennen als sein bisher Bestes.
Im Sportforum Sayus in Eckersbach wird am Mittwoch der dritte von insgesamt 5 Läufen der Stundenlaufserie ausgetragen. Der Start für den Halbstundenlauf erfolgt 18 Uhr. 40 Minuten später gehen dann die Stundenläufer auf die Strecke. Meldungen werden bis 30 Minuten vor den Starts entgegengenommen. Online-Anmeldungen derjenigen Teilnehmer, die den ersten und zweiten Lauf nicht bestritten haben, sind auf der Internetseite des SV Vorwärts Zwickau möglich. Werbung. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüne Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit Auflockerungen, niederschlagsfrei und nicht mehr so warm. Das Thermometer erreicht maximal 22 Grad. Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken geht es die nächsten Tage weiter. Regen ist nicht in Sicht. Auch bei den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Am Freitag werden 24 Grad erreicht. Die Fußball-WM in einem Kinosaal sehen, das heißt bequeme Sitze und wirklich eine tolle Atmosphäre,
Es werden immer mehr Leute, die an dem aktuellen Gewinnspiel von TV Westsachsen teilnehmen. Aber noch ist nichts entschieden. Also Gewinner wurden noch nicht ausgelost. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, sich zu bewerben. TV Westsachsen verlost wirklich einen ganzen Kinosaal. Und das Astoria in Zwickau, das überträgt so einige Spiele. Die Deutschlandspiele, Halbfinals und das Finale. Schauen Sie mal im laufenden Programm. Da gibt es die weiteren Informationen. Ihnen jetzt einen schönen Abend.